der 17 auf die 10 und damit zurück in den europäischen Top 10. Michael Andrews und Gary Jules mit Mad World. Take Me to the Clouds Above geht rauf von der 11 auf die 9. Für den Track haben sich die Jungs von LMC fleißig bei U2 bedient und With or Without You gesampelt. Ein runter auf die 8 muss Britney mit Toxic und Miss Beers nächster Clip wird jetzt doch keine Selbstmordstory. Haben die Gigs ihre aktuellen Tour in größere Hallen verlegt. Die Tickets gingen weg wie Jack und Augen auf geht ab von der 8 auf die 7. Kelis ist schwer genervt. Ihr Lover Nas leidet unter chronischer Eifersucht, was man ihm beim Anblick des Milkshake-Videos nicht wirklich verdenken kann. Platz 6. Ein funky-punky Neuanstieg. Auf der 5 legen die zweifachen Brit Award-Gewinner von Busted hin. Who's David? Der Soca-Stern glüht nicht mehr ganz so heiß. Kevin Little lässt seine Karibik-Chicks auf der 4 tanzen. Von der 2 auf die 3 fällt Hey Ya. Zu allen Auflösungsgerüchten haben Outkast jetzt endlich mal ein offizielles Statement abgegeben. Wir bleiben zusammen. Jawohl. Miss Superstar legt zu von der 4 auf die 2. Als Songwriter für ihre nächsten Hits hat Jamelia sich prominenten Beistand gekrallt. Coldplay-Frontman Chris Martin. Der 18. Januar war ein kalter, nasser Wintertag. Ein Tag, den wir nie vergessen werden. Denn an diesem 18. Januar 2004 haben die Black Eyed Peas mit Shut Up zum Sturm auf unsere European Top 20 angesetzt. Und seitdem sind wir ein besetztes Land. Mit Ausgangssperre und Einreiseverbot. In allen Büros darf nur noch ein Lied gespielt werden. Und wenn ich hier raus will, also, dann muss ich vorher den Manager der Black Eyed Peas fragen. Kein Witz. Dem gehört hier inzwischen alles. Und ich füge mich also jetzt mal dem Schicksal und verkünde, Platz 1 der MTV European Top 20 geht auch diese Woche an die Black Eyed Peas mit Shut Up. Gehabt euch wohl, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und jetzt viel Spaß.